Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, Wolfie, die süße Wolfsdame, ist auch gerade hier rumgeschlichen. Und ich habe leider ein paar Tage nicht spielen können, aber ich weiß, dass wir hier erstmal nach einem neuen Bündnis fragen müssen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, wir haben einmal East Saxe, da werden wir nur Silber bekommen. Süd Saxe wollten wir weitermachen, aber erst nachdem wir den Rest gemacht haben. Hier oben steht gar nichts dabei. Ah, doch, jetzt. Empfohlene Stärke 190. Ja, gut, das ist nicht unbedingt schlimm. 250 wäre jetzt aber nicht ratsam. Ich würde sagen, wir fangen erstmal klein unten an. Also gehen wir erstmal nach East Saxe. Was ist mit Istsexe? Wir haben einen Ruf vom Alderman Kollenkästers erhalten. In einer Angelegenheit von größter Verschwiegenheit wurde nach dir persönlich gefragt. Sehr geheimnisvoll. Und wer ist dieser Alderman? Ein untergebener König Alfreds? Meinen Spähern zufolge ist er ein Mann, dem es eher um seinen Genuss als die Sicherheit seines Volkes geht. Geh mit Bedacht vor. Okay. Ich breche sofort auf. Ein Bündnis in Estsexe wäre höchst wertvoll, aber sei vorsichtig. Warum geht es jetzt hier schon wieder um einen Aldermann? Das irritiert mich ehrlich gesagt ein wenig. Achso, wir können direkt mal gucken. Da können wir doch bestimmt auch irgendwo hinporten. So, das ist natürlich wieder ein Misstrauensgebiet, wie immer. Aber das ist hier in der Nähe. Überblicke das Land, Freundin. Da hinten im Gebäude, okay. Ich weiß, glaube ich, wo ich hier bin. Und das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Weil da unten nämlich überall Wachen waren, wenn ich mich richtig erinnere. Wir schauen mal, wie weit wir hier durchkommen. Sehe ich jetzt gerade niemanden? Komme ich denn hier runter? Ja, komm. Ja, weiter. So, die Frage ist jetzt natürlich, da das ja ein Palast ist, gibt es da oben jemanden, der Anscheinend hat Alderman Birstan das diese Ruine zu seinem Langhaus gemacht. Sieht aber nicht danach aus, okay. Warum ist mein Becher leer? Vielleicht, weil du das Fass schon leer getrunken hast? Herr! Eine heroisch aussehende Dänin in unserer Mitte. Ich suche Birstan, den Aldermann dieses Schiers. Unser Lord ist nicht zugegen, doch seine Frau ist oben und empfängt Besucher in gewohnter Manier. Wenn du mit ihr sprichst, merk bitte an, dass uns das Ale ausgeht. Vielleicht, weil du das Fass schon leer getrunken hast? Verdammter Birstan! Okay, das hat er gerade schon mal gesagt. Gut, nach oben. Die hat er gar nicht verdient. Natürlich sagst du Wie das. Kommen wir denn nach oben links? Du hast ja auch eine Sau im Schlafrock geheiratet. Meine Sveterun ist eine ehrenhafte Frau, du Zungenklaffer, und eine sehr gute Köchin. Eieiei. Mit deinem Näschen wird Würfel. Denn wirst dann nicht bald. Du, nur ein Schrei von mir und die Wache kommt. Nimm die Waffe runter, Herrin. Ich bin Eivor vom Rabenclan und auf Geheiß deines Mannes hier. Noch eine Dänin. Ich bin Estrid, die Frau des Lords von Estsexe. Wie du vielleicht gehört hast, ist mein Mann nicht zu Hause. Ich bin es leid, Sachsen zusammenzutrommeln.
Ist dein Mann gefangen, betrunken oder auf Abwägen? Er jagt im Wald nach Wild und ignoriert die wichtigen Angelegenheiten von East Sexe. Deswegen ließen wir dich rufen. Wenn ich ihn finde, erinnere ich ihn an seine Pflichten. Das wäre ein Wunder. Sein Lieblingsjagdrevier liegt südwestlich von hier. Die Lavendelfelder ziehen seine Beute an, so Gott ihm helfe. Mit etwas Glück wurde er noch nicht gefressen. Doch ich kehre zurück. Die Reigen gebrochener Herzen. Geduld ist eine gottgefällige Tugend, Edred. Selbst die Heiligen wären es leid, darauf zu warten, dass Birstan seinen Bogen ablegt. Estrid, wir müssen über die Belange des Landes reden. Mit ihm oder ohne ihn. Okay, also die sind wohl alle nicht gerade davon angetan, dass er halt nicht da ist. Ja, ich würde sagen, da das noch ein ganzes Stückchen ist, reiße ich da mal eben hin, weil ich denke, das ist etwas näher und ich schalte euch gleich wieder hinzu. So, irgendwo hier in der Nähe soll das Lager sein. Mal schauen. Die Jagd ist ein guter Zeitvertreib. Ich hoffe nur, der Aldermann wurde nicht selbst zur Beute. So ein blutiges Lager verheißt nichts Gutes. Oh je. Gibt's hier irgendwelche Spuren oder so? Sie wurden beim Abendessen überrascht. Hier noch was oder muss ich der Spur folgen? Ich glaube, hier gibt's nichts, ne? Sie wurden von einer Bestie angegriffen. Stark genug, um ein Pferd zu reißen. Oh je. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Hier sind die Spuren eines großen Raubtieres im Gras. Rechts, links. Wo ist der nächste Hinweis? Hallo? Ach, da hinten. Die Überreste der Jagdgesellschaft. Der hier wurde von einem großen Tier angefallen. Die Jäger fielen ein oder zwei großen Bestien zum Opfer. Ich kann nur hoffen, dass Birstan noch lebt. Ja, jetzt soll ich nach ihm suchen. Ja, super. Flieg, Freundin. Okay, also immer weiter geradeaus. Ich lass mal lieber vorsichtshalber mein Tier hier. Also sprich meinen Wolf. Weil ich weiß ja nicht, was sie da angegriffen hat. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig. Ich weiß ja immer noch nicht, ob mein Reittier grundsätzlich eigentlich kaputt gehen kann oder nicht. Okay, da lebt auf jeden Fall noch einer. Birstan! Zieh deine Waffe oder akzeptiere. Hallo! Gürtet noch? Da kommt das Blut in Wallung. Gib auf! Diesen Sachsen wirst du heute nicht fressen! Gut gekämpft, meine Freundin. Ohne dich hätte ich diesen Angriff nicht überlebt. Ja, das glaube ich auch. Nein, ich will noch einsammeln. Mein Dank ist dir gewiss, dass du mich im Moment der größten Gefahr findest. Vielleicht hat Gott dich geschickt. Estrid schickt mich. Deine Frau und die Tane von Eastsexe würden deine Eier gern auf einem Amboss sehen. Wann würden sie das nicht? Du könntest zurückkehren und sagen, dass mich ein wildes Tier erwischt hat. Der arme Birstan fand sein Ende durch einen Bären. Und das Tier in deiner Stadt zum Herrn von Eastsexe ernennen? Zweifellos würde meine Estrid seine samtigen Pfoten meinen schwierigen Händen vorziehen. Also, wer bist du? Eine Mietklinge? Ich komme zu dem, der mich ruft. Ja, genau. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Du hast ein Bündnis angedeutet im Austausch gegen meine einzigartigen Talente. Himmel, ja. Lass uns umgehend nach Colancaster zurückkehren. Dann sprechen wir über diese äußerst delikate Angelegenheit. Ich bin froh, dass du mich erhört hast. Ich hätte keine so geschickte Kriegerin erwartet. Du hast Glück, dass ich rechtzeitig kam. Diese Jagd hat dich viele Männer gekostet. Allesamt gute Männer. Sie erhalten ordentliche Begräbnisse und ihre Familien werden versorgt werden. Deine Leute haben viel für deinen Zeitvertreib geopfert. Oh ja.
Es gibt keinen Balsam für mein gequältes Herz. Wieso hast du mich rufen lassen? Glaubst du an die wahre Liebe, Eivor? Ich habe geliebt. Doch war es die wahre Liebe? Hat die Sehnsucht in deiner Brust gebrannt? Ein süßer, anhaltender Schmerz, dessen Stich dich lähmt? Es gibt genug Schmerz in der Schlacht. Ich suche ihn nicht auch noch in der Liebe. Ich verzehre mich danach. Nach einem sanft errungenen Sieg. Meiner Estrid fehlt das Feuer. Sie ist wie ein Fisch auf dem Trockenen, kalt und tot. Als ich sie traf, war sie voller Leidenschaft und hielt deine Tane in Schach. Oh, sie lieben sie, das ist wohl wahr. Einige sogar zu sehr. Und ich war kein guter und aufmerksamer Ehemann. Ich war immer schon ein Trampel in Liebesdingen. Und ein miserabler Herrscher obendrein. Die Hand, die das Schiff steuert, muss stark sein, Birstan. Meine Hand spannt lieber die Sehne eines anständigen Bogens, während meine Augen auf die Beute gerichtet sind. Ja, eine Krone wiegt schwer auf dem Kopf. Lass uns lieber wild und frei durch den Wald streifen, wie die Wölfe. Uns durchschlagen, jagen und pirschen und fressen. Du hast eine romantische Ader, Birstan. Sei unbesorgt. Meine Wache wird dich nicht belästigen, wenn du bei mir bist. Du schätzt mich falsch ein, wenn du glaubst, ich sorge mich. Hast du deine Stadt auf den Ruinen einer anderen erbaut? Nein, die Baumeister sind längst Geschichte. Sie waren dem sächsischen Lehmfachwerk weit überlegen. Ich habe Pläne, selbst einen großen Palast zu errichten. Mit Mosaiken und lauschigen Höfen. Was hält dich ab? Das, was bis auf die kreativsten Köpfe alle abhält. Geld, Vorstellungskraft, Talent. Und dein Volk? Ist das Volk von Eastsexe glücklich? Über diese Frage habe ich nie wirklich nachgedacht. Ich schätze, sie sind es. Ich hoffe es. Alfred glaubt, ich regiere wie eine jungfräuliche Henne. Ich flattere und gackere wegen nichts als dem Abendessen des Bauern. Mischt er sich ein? Nein. Er missbilligt mich nur. Ist das nicht tausendmal schlimmer? Doch sie! Wir nähern uns meinen Hallen. Ich muss mich den Wölfen vor meiner Tür stellen, bevor wir über deine Gefälligkeit für Eastsexe sprechen, Eivor. Vielleicht kann ich die Sache ja beschleunigen. Sehr interessant alles. Wirst du mir helfen, die Speere ihres Missmuts abzuwehren? Lass sie ihr Leid klagen. Ich berate dich, wenn ich kann. Birstan, wer ist die Eule, die dir ins Ohr zwitschert? Eine Beraterin, mehr nicht. Sie hilft mir, Eastsexe durch den heranziehenden Sturm zu steuern. Nun, meine lieben Brüder, Edred, vielleicht machst du den Anfang. Was bedrückt dich? Du bist eine Schande, Birstan. Du könntest im Brauhaus kein Schwein abfüllen. Elfreds Männer streunen durch ganz Eastsexe. König Elfred, ja. Auch wenn es sein gutes Recht ist, ist die ständige Anwesenheit seiner Männer zweifellos ein Problem. Seid ihr Männer oder Memmen? Mischt sich Elfred in eure Belange ein, dann schickt seine Männer in Leichentüchern heim. Wir sollen sein Herrschaftsrecht anfechten? War Eastsexe nicht einst ein eigenständiges Königreich? Wir sollten kämpfen. Ja, kämpfen. Und du, Wiegherd, was hast du zu sagen? Deine Vorbereitung für das Luchnassaat. Wie kannst du so viel Geld ausgeben, wenn dein Volk hungert? Naja, Wein und Gesang. Trinkt, lacht, esst euch satt. Singt von großen Schlachten. Denn morgen sind wir vielleicht schon tot. Es gibt kein Problem, das nicht mit Met oder Gesang gelöst werden kann. Haben wir nicht etwas Spaß verdient? Ein großes Festmahl und Heiterkeit. Die dunklen Wintertage nahen. Lasst uns die Sorgen wegtrinken. Und Edelric? Folgst du Edreds Beispiel und kläffst wie eine Hündin? Du weißt, was ich denke, Birstan. Die Fürth. Wie können wir Elfred Männer für seine Kriege geben, wenn unsere Ernte darunter leidet? Schickt ihm keine Männer. Sollen Elfreds eigene Leute in seinem aussichtslosen Kampf gegen die Nordmänner sterben? Dann weigern wir uns. Uns dem König verweigern? Ich habe keine Ahnung, was ich hier antworte. Nun, habe ich nicht all eure Fragen beantwortet? Du bist ein Schandfleck für diesen Schier, Birstan. Ein Taugenichts. Ein Taugenichts. Wie wahr?
Und doch seid ihr immer noch hier? Hinfort! Ich habe keine Zeit für euer Gefasel. Mann, das ging auf Zeit. Ich konnte mir doch nicht bei alle Antworten so richtig durchlesen. Ist doch scheiße. Das hat ihr Gebrabbel beruhigt. Gut gemacht, Eivor. Die ausgleichende Kraft in Person. Eine feste Hand ist alles, was du brauchst, Birstan. Ob bei der Jagd oder am Steuerrad. Bei all dem Gerede über die Jagd sehne ich mich nach den Wäldern. Deine Gattin wartet, Birstan. Bist du nicht besorgt, dass ein anderer Mann deine Laken vollschwitzen könnte? Ha, sie tut was. Du hast das Unmögliche erreicht, Dennin. Du hast meinen verirrten Ganter in den Stall zurückgebracht. Meine launische Geliebte, deren Wolken die Sonne über meiner Rückkehr verdunkeln. Deine Tane haben das Ale getrunken, das der Abt uns geschenkt hat. Und zwar alles. Nun, das ist eine Tragödie, die mein armes Herz nur schwer verwinden wird. Wenn er mir dieselbe Zuneigung entgegenbrächte wie der Jagd auf Wild, hätte unsere Ehe vielleicht überlebt. Ich sehe, eure Liebe ist sauer geworden. War sie jemals süßer? Der Unterschied zwischen Liebe und Hass ist so gering, es ist schwer zu sagen, woher die Bitterkeit stammt. Was also wollt ihr von mir? Es ist eher eine Herzens- als eine Staatsangelegenheit, Eivor. Das bisschen Leidenschaft, das zwischen uns bestand, ist längst durch dauernden Streit verblasst. Wir wünschen uns Freiheit, Eivor. Ich von meiner Gattin und meine Gattin von Estsexe. Ich bin eine zu grobschlächtige Waffe für diesen Auftrag. Warum geht ihr nicht einfach eurer Wege? Oh, wäre ich nur eine Dänin, wo Scheiden so leicht ist, wie Kehlen aufzuschlitzen. Aber so einfach ist das nicht. Ja, keine Ahnung. Gott wahrscheinlich nicht, der König, denke ich mal. Was hält euch ab? Euer König Alfred? Wir vermählten uns nicht aus Liebe, sondern weil wir mussten. Alfreds Vater beschloss unsere Ehe, um die Verbindung zum Frankenreich zu stärken. Sie darf nicht zerbrechen. Sagt, was ihr wollt, klar und deutlich. Und ich tue es. Dieses Gerede ist ja nicht auszuhalten. Wir hatten einen einfachen Plan. Eine Frau geht verloren, die andere wird gefunden. Vor einiger Zeit bezahlten wir einen Dänen, damit er mich entführt und ins Frankenland bringt. Wie du siehst, hat er sein Versprechen nicht gehalten. In anderer Hinsicht war er sehr viel gründlicher. Manch Nordmann nimmt Geld schnell an und verdient es sich nur langsam. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Könnten wir die Entführung erneut versuchen? Der Plan ist fertig. Wir brauchen nur eine zuverlässigere Person, die ihn durchführt. Es muss ein großes Spektakel werden. Laut und ungestüm. Mit vielen Zeugen. Während des Luchnassad? Mit ausgelassenen Bauern und abgelenkten Wachen? Für deine Überfahrt brauchst du ein schnelles Schiff und einen Schiffsführer, der Englerland den Rücken kehren will. Wir könnten ihn fragen. Ich dachte, er reitet lieber andere Dinge als Wellen. Wir treffen uns auf dem Markt, Eivor. Wir brauchen Speisen und Ale, um die Gemüter unserer Gäste zu beruhigen. Meine Gattin ist eine gütige und aufmerksame Gastgeberin. Das Einzige, was meine keifenden Tane im Zaum hält. Und die gefundene Frau? Eine schöne Maiknospe. Alfida, meine Jugendliebe. Ich verließ sie vor 20 Jahren in Meldun, um diese stachelige Rose zu heiraten. 20 Jahre? Kann ein so alter Funke neu entflammt werden? Wir können nur hoffen. Du musst die Glut anfachen. Was? Finde sie, bringe sie zu meinem Anwesen am See und entzünde ein Feuer. Dann werde ich kommen. Ich glaube, sie lebte im letzten Haus in Meldun. Ein kleines Heim, in dem zärtliche Erinnerungen entstanden. Ich werde tun, was ihr verlangt, und Freya um Erfolg für dieses Liebesspiel bitten. Viel Glück bei diesem Unterfangen, Eivor. Ich bete, dass du meine Alfida so hübsch und sehnsüchtig vorfindest, wie sie einst war. Also sollte ich zuerst nach Alfida suchen oder mich mit Estrid auf dem Marktplatz treffen? Was will der jetzt von mir, dass ich das Feuer entfache? Soll ich die jetzt erstmal ins Bett zerren und dann danach ihm übergeben? Oder wie verstehe ich das jetzt hier? Mann. Okay, ich schau mal eben nach. Fertigkeiten haben wir jetzt auch wieder was dazu bekommen, stimmt. Da müssen wir mal kurz gucken, weil da haben wir, glaube ich, noch was gehabt. Nee, das war Geschossumkehr. Automatisch plündern, genau, da war ich ja eigentlich drauf aus. Jetzt schauen wir mal. Da können wir nämlich direkt... So,
Ob das jetzt auch funktioniert, weiß ich nicht. Müssen wir dann, ne, testen. Okay, also ich würde sagen, dass ich erstmal die Jugendliebe hole, natürlich, bevor ich mich darum kümmere, sie zu entführen, in Anführungszeichen. Ja, würde ich sagen, reisen wir doch mal hin. Wird sich Alfida an eine so alte Liebe erinnern? Würde ich es? Tja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Da können wir runterspringen, sehr schön. Was siehst du, alte Freundin? Sie müsste irgendwo hier links sein. Aber wenn ich das richtig sehe, das ist kein Misstrauensgebiet, oder? Die werden sofort angreifen. Das letzte Haus in Meldun. Hier sollte Alfida leben. Es ist kein Misstrauensgebiet, aber es ist anscheinend ein Sperrgebiet. Okay, die Frage ist, lebt sie ja, anscheinend in dem Haus? Gut, da müssen wir uns doch so ein bisschen mehr hier reinschleichen. Gibt es etwa Ärger? Nein, es gibt keinen Ärger. Ich will dich nur erstmal ausschalten, bevor ich da reingehe. Ich weiß nämlich nicht genau, wie und wo ich da reingehen kann. Ja, komm! Was soll die Aufregung? Alter, jetzt beweg dich doch mal, ey. Du da, halt! Kann nicht halten. So. Hat die jetzt automatisch geplündert? Nö, der hatte nur nichts dabei, ne? So, mal schauen. Hier kommen wir nicht rein. Das heißt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich den anderen erledige. Leute? Rufen kann man dich auch nicht? Der reagiert ja noch nicht mal darauf, dass ich den anschieße. Was ist das denn? Moment, da komme ich aber auch so rein. Aber sie ist nicht hier. Hä? Na toll. Hä? Ich dachte... Sag mal, geh mal da raus. Ich dachte, die sollte hier sein. Moment, da gucken. Da ist aber irgendwas mit dem Auge hier. Was ist denn das? Hier ist jemand beim Kochen gestört worden. Gefangen oder geflohen? Also hier drin ist anscheinend kein weiterer Hinweis. Sie für mich sühnen. Muss ich die am besten doch mal eben niedermachen, damit ich mich hier besser umsehen kann. Ja komm, mach mal ein bisschen hin. Hinter dem Haus, na los. Hier sitzt ein kleines Vögelchen und wartet auf dich. Halt! So. Da bewegt sich ja irgendwie grundsätzlich nicht der Kerl. Ich dachte, jetzt steht er auf, jetzt wo ich hier bin. Ja. Sind nicht mal geil gesprungen. Wasser wurde verschüttet. Jemand hatte es eilig. Okay. Mal dahin. Dahin ist, glaube ich, noch ein Hinweis, oder? Die Frage ist, sieht der mich jetzt oder sieht der mich jetzt nicht? Das ist eine ganz blöde Position, von hier aus zu schießen. Och, Junge, jetzt renn doch nicht weg. Du sollst in meine Richtung laufen. Na komm, Kleiner. Was soll denn das? Ja, was soll das wohl? Komm.
War nicht ganz so clever, aber naja, gut. So, hier sollte... Ach, da ist jemand. Lasst mich, ihr Kriegstreiber! Ihr habt meine Schwester! Reicht das nicht? Ganz ruhig, Junge. Ich gehöre nicht zu denen. Ich möchte mit deiner Schwester sprechen, mehr nicht. Eine Dänin in Eastsexe? Das ist mal ein Tag voll seltsamer Zeichen und Geschehnisse. Wie ist dein Name? Ich bin Elorik, der Herr des Hauses. Wer bist du? Und was führt dich her? Ich habe den Auftrag erhalten, deine Schwester zu finden. Auftrag? Wir haben kein Geld, das der Rede wert wäre. Und meine Schwester ist zu alt für eine Ehe. Weißt du, wo Alfida festgehalten wird? Mal wieder dort, wo es dem König beliebt. Im Gefangenenlager bei Brandwode. Weit im Westen. Ich bringe sie zum Seehaus nördlich davon. Triff uns dort, wenn du willst. Wenn du versprichst, sie zu finden, komme ich. Aber natürlich versprechen wir das. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das jetzt sein soll. Ja, das ist komplett woanders. Dann würde ich sagen, gehe ich mal kurz hier aus dem Gebiet raus, in der Hoffnung, dass mich jetzt hier keiner sieht. So, ja, ich werde jetzt zu Alfida reisen, in der Hoffnung, dass sie wirklich da ist und sie retten. Aber da wir schon lange unterwegs sind, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.